Hallo und herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, hier bei Dark Souls 2. Beim letzten Mal haben wir kläglich versucht, den Rauchritter, hieß er glaube ich, zu besiegen. Das hat aber überhaupt nicht geklappt. Wir brauchen jetzt erstmal bessere Waffen und ich werde dann beim nächsten Mal wahrscheinlich auch mit mehr Feuerresistenz da reingehen. Dann habe ich mir überlegt, ja, was haben wir denn für Waffen? Also wir haben einmal hier die Hellebarde des Schwarzen Ritters. Die hat halt noch Feuerdamage drauf und da müssen wir noch ein bisschen Wille leveln, aber die hätten B. Und das wäre schon mal nicht schlecht, also wenn wir jetzt Zweihand gehen wollen oder wenn wir mit Dual Wheeling bleiben wollen, hätten wir hier noch zweimal Schwarzstahl-Katanas. Die haben A. Die Frage ist jetzt natürlich, ob wir die auf plus 10 kriegen und wie viel die dann am Endeffekt machen, weil die haben einen relativ tiefen Base-Schaden. Aber mit der plus A-Skalierung wäre das wahrscheinlich ziemlich geil mit unseren 50 Geschick, die wir haben. Naja, werde ich mal noch gucken. Aktuell können wir das jetzt eh nicht tragen. Da fehlt uns auch noch die Stärke zum Dual-Wielden. Deswegen gehen wir jetzt einfach in die schwarze Schlucht wieder. Aber ich habe das Gefühl, wir brauchen sowieso irgendwie Ersatzwaffen ohne Gift. Weil das Gift ist halt einfach nicht zuverlässig genug. So, ich muss nochmal ganz kurz ein bisschen leiser schalten. Und ja, das Gift ist nicht zuverlässig genug, deswegen... Genau, das waren ja die Giftspucker, da muss ich ja auch ein bisschen aufpassen. Ich denke, wahrscheinlich... Wahrscheinlich ist die beste Idee, hier einfach durchzurennen. Weil das Problem ist, wenn man einmal stirbt, dann muss man die ganzen Penner hier wieder wegmachen und das dauert Ewigkeiten. An die oben kommt man aktuell gar nicht ran. Deswegen würde ich sagen, nehmen wir einfach mal Beine in die Hand, lassen uns vergiften. Das heißt rum. Oh. Irgendwas Zauber ohne Fackel. So, weiter geht's. Da ist eine Nebelwand. Kommt irgendein Invasionist. Giftet sie eh schon. Wir gehen jetzt einfach hier durch. Oh, es ist direkt ein Boss. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass da direkt ein Boss kommt. Aber gut. So sei es. Auch wieder ein ganz hübscher hier. Wird wohl oder übel relativ viel Gift gespuckt, hier kann ich mir vorstellen. Ist das etwa schon der vierte... Ne, der vierte Dicke, den wir da töten müssen? Die vierte Urseele oder wie die heißen? Ah, ist ja ein ganz hübscher. Der Verkommene, okay. Kein Gift bisher. Oh, der ist aber schnell. Der ist aber schnell, du. Und ich hatte keine Ausdauer mehr. Man kann sich hier aber relativ gut bewegen. Und wir machen auch ganz guten Schaden. Gift tickt natürlich nicht bei ihm irgendwie, komischerweise. Naja, war irgendwie auch ein Giftgebiet, das macht zwar einigermaßen sogar noch Sinn. Oh, da war ich ein bisschen zu langsam. Macht er noch was? Hier ein bisschen grapschen. Oh, da war ich zu schnell. Da war ich zu langsam. Man kann da aber gut gegenheilen gegen den. Da sind noch ein paar Items. Und man macht, wie gesagt, auch gut Schaden, obwohl das Gift nicht tickt. Oh.
rülpst da noch ein bisschen rum. Das ist natürlich ziemlich ekelhaft. Das war gemein. Hat irgendwie noch Magie dazu gehabt. Oh, ich dachte, er macht noch einen. Muss man immer ein bisschen auf die Ausdauer aufpassen. Da rülpst er wieder. Jetzt tickt Gift anscheinend. Ja, der war ja easy. Und wir haben 47.000 Seelen erhalten. Das ist ja schön. Jetzt ist die Frage, wie kommen wir da rüber? Da müssen wir wahrscheinlich springen. Ja. Wird in die Hose gehen, sehe ich jetzt schon. Oh. Feuersamen, na das hat sich ja überhaupt nicht gelohnt. Oh. Man hätte wohl auch einfach durchrennen können wahrscheinlich. Ist hier noch was? Ich glaube, irgendjemand ist gerade gestorben. Und da geht es irgendwie rein. Da ist dann vielleicht das Urleuchtfeuer. Man weiß es nicht. Es ist ein bisschen dunkel hier. Kiste. Jo. Hier ist das Urleuchtfeuer. Dann machen wir das Ding mal auf. Bestimmt eine Falle. Nicht mal. Versteinertes etwas. Einfallspinselgewürz. Skeptikergewürz. Hm. Ja, der Boss war jetzt fast ein bisschen zu easy, muss ich sagen. Dafür, dass es eigentlich einer der alten sein soll. Hier haben wahrscheinlich auch noch was vergessen, aber... Ich weiß nicht, ob ich da jetzt mit 47.000 Seelen nochmal durchrennen will. Ich glaube, wir gehen erstmal nach Majula zurück. Ist ja auch nicht ein weiter Weg, wir können einfach durchrennen. Da geht es dann wahrscheinlich... wieder in den DLC rein, könnte ich mir vorstellen, aber das machen wir jetzt natürlich nicht. Wir haben noch einen anderen DLC. Wow. What the fuck? Was ist denn hier passiert jetzt? Ich dachte, es sei ein Leuchtfeuer. Okay. Was auch immer das sein soll, es scheint freundliche Sinn zu sein. Ja, das passt hier unten ja auch rein, was auch immer das sein soll. Das ist irgendwie... Also es hat einen Mund, es hat ein Auge und... ein paar Haare. Ja.
So, ich hoffe, er gibt jetzt das Leuchtfeuer endlich frei. Hervorragend. Ein Oberleuchtfeuer wurde erneut erzündet. Na gut, dann würde ich sagen, reisen wir mal zurück. Und leveln mal ein bisschen. So, hier. Sie hat bestimmt auch was Neues zu sagen. You are blessed with a myriad of souls. Bearer of the curse. Make your way to the castle. Ja, aber dafür fehlt nur noch das Symbol des Königs, würde ich sagen. So, wir können jetzt Wille auf 9 packen. Also besser gesagt, erstmal auf 7. Oder Stärke auf 21. Dann müssen wir die Katanas dual wielden können. Aber ich glaube, die Hellebarde ist erstmal sinnvoller. Das ist zwar, sind zwar ziemlich rausgeschmissene Seelen. Wahrscheinlich. Vielleicht. Aber wir machen das jetzt einfach mal. So. Dann. Was müssen wir denn jetzt überhaupt tun? Wir reden mal mit ihm da oben. Vielleicht hat er... Weiß er was? Quite a hive of activity we are these days. I'd forgotten how much comfort a little companionship can bring. Once I'd lost everything, but now I am grateful for what you have taught me. It is very little, but please take this. Seelengefäß. May you find peace on your journey. So, Seelengefäß. Zeigt dies einer bestimmten Person und... Sind das die... Sind das die Urseelen vielleicht auch? Hat er uns jetzt gerade irgendwie noch eine fünfte davon gegeben? War hier was? Nee, das hat nur so ausgesehen. Ja, das ist ja alles wundervoll, aber... Das hilft uns irgendwie gerade nicht weiter. Also wir können mal gucken, ob wir da reinschauen können. Wir haben hier ja eine dieser Türen gehabt. Ein Versuch ist es wert, würde ich sagen. Aber, ansonsten, ich weiß jetzt nicht, wie wir weiterkommen sollen. Das sind jetzt so die einzigen Passagen, die irgendwie noch offen sind. Die mit den... Außer ich habe natürlich was übersehen. Die mit den, mit den Königssiegeln. Ja, das bringt das Symbol des Königs in euren Besitz. Das haben wir nicht. Das habe ich mir schon gedacht. Naja. Ich denke, wir werden nochmal einmal aufleveln. Mit den Seelen, die wir haben. Und ja, dann werde ich wohl off-cam noch ein bisschen durchgehen müssen. Wir können uns natürlich auch die schwarze Schlucht erstmal noch etwas genauer ansehen. Ansonsten werde ich in Ruhe irgendwie nochmal durchgehen müssen. Wie viel brauchen wir? 18.200. Wie wäre es, wenn wir mal eine von denen nehmen? 18.200. 5000. Das heißt, eigentlich reicht dann eine 2000 aus. Stolzer Ritter. War das, glaube ich. Hervorragend.
Dann machen wir Villa auf 8. Dann fehlt uns noch eins. Dann können wir die schwarze Ritterhellebarde tragen. Die war ja auch im ersten Teil schon ziemlich gut. Also, und jetzt ist es, so wie es aussieht, eine Beweglichkeitswaffe. Hm. Na gut, ich werde jetzt erstmal nochmal in Ruhe mit allen reden. Geh nochmal durch die schwarze Schlucht. Vielleicht haben wir da was übersehen, wenn ich hier nichts mehr finde. Und ja, dann sehen wir uns nachher wieder. So, da sind wir wieder. Ich habe jetzt hier in der schwarzen Schlucht mal ein bisschen aufgeräumt. Bin da vorher noch ein paar Mal gestorben beim Durchrennen. Hier unten war so ein Blutfleck. Und ich denke, wir zünden uns jetzt mal eine Fackel an. Und dann springen wir da runter. Wobei, wahrscheinlich ist es da sogar noch weniger tief. Huh. Oh. Das war mehr Glück als Verstand. Ich hoffe, wir sterben hier nicht. Ich habe keine Ahnung, wie ich wieder hier runterkomme. Wir brauchen echt Licht. Wir haben doch noch jede Menge von diesen Schmetterlingen. Das Problem ist halt, dass wir dann nur noch einhändig kämpfen können. Aber so ist es jetzt halt mal. Das hätte ziemlich ins Auge gehen können. Oder? Warum hängt das der Rote da unten? Das gibt's doch nicht. Naja, wir gehen jetzt mal hier rein. Gucken mal. Aha. Zum Glück haben die überhaupt nicht eine große Range. Huh. Wirklich, Wale zum Kämpfen ist es hier auch nicht. Na komm, einer vielleicht, ja. Wow. Die halten auch relativ viel aus. Gut, ich meine, wir haben jetzt nicht die beste Waffe für das. Das war klar. Man sieht halt gar nichts da unten. Aber ich muss ihn echt mit zwei Waffen machen. Mit der Fackel, das läuft nicht. Na gut, ich denke, wir sehen uns dann einfach wieder da unten. Ich muss jetzt mal gucken, wie ich da am schnellsten hinkomme. Ich werde jetzt ein paar Suicide-Sprünge wahrscheinlich machen. Ich habe ja noch den Katzenring jetzt an. Damit wird es schon irgendwie schief gehen. Ja, da unten sind die Messages. Ach Mist. Ja, das ist mir vorhin auch passiert. Und wenn man das mal so weit ist, dann... Wir springen hier einfach. Ah, knapp daneben. Aber da ist es irgendwo. Ich habe extra vorhin ein Menschenbild verwendet, damit wir vielleicht ein bisschen weniger, also ein bisschen mehr aushalten bei den Sprüngen. Ich hasse so hier Sprungpassagen-Dinger. Das ist immer sehr, sehr ärgerlich. Ansonsten war ja nicht viel in der schwarzen Schlucht, also es gab noch so ein, zwei Items. Aber das war's dann auch. Ach. So. Hier vielleicht. Yep. Also bei den Fässern ist ganz gut. Was ist das hier für eine Tür? Wissen wir nicht. Okay, das war... Wir müssen weiter runter. Die Frage ist, wo genau? Der landet zumindest irgendwo. Wie sieht's hier aus? Da ist tot, okay.
Ja gut, dann würde ich sagen, probieren wir das. Klasse, das hat sogar geklappt. Ja gut, dann wollen wir jetzt mal gucken, ob wir vielleicht einen dieser Typen umnieten können. Oder besser gesagt, wie viele sind das? Ich sehe zumindest zwei. Ach, es kommen direkt beide, ja? Das ist ja hervorragend. Oh je. Naja, der Grund, warum wir überhaupt hier unten sind, die muss man anscheinend töten, um in den DLC zu kommen. Also warum auch nicht direkt jetzt machen. Dann haben wir es erledigt. Ich glaube, hinter ihm stehen ist nicht so die schlechteste Sache. Und Gift tickt. Nein, ach! Gift tickt immer noch, okay. Ach, jetzt rennt er wieder zurück, der Penner. Na, komm her. Hm. Ja, der halb tot ist jetzt da hinten. Ja, ich möchte den anderen Mensch. Genau. Oh. Hier raus. Puh, 4000 Seelen geben die. Nicht schlecht. Dann haben wir noch einen, glaube ich, mindestens. Hm, hier habe ich ein bisschen mehr Platz zum Kämpfen, glaube ich. Nicht, dass das grundsätzlich erstmal was nützt. Holy shit, der hat eine Range, ey. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. So, wieder hinter ihn kommen. Weil hier im Eingang zu kämpfen ist echt ein bisschen scheiße, Junge. So, jetzt rennen wir. Weil das Gift tickt. Huh. Riesenseele. Nicht schlecht. Ja, der Grund, warum wir eigentlich hierher gekommen sind, ist dieser vergessene Schlüssel. Ist also bei den DLCs in der Regel... Oh, da geht's noch weiter runter. In der Regel findet man die nicht so einfach. Per Zufall muss man immer wissen, wo man nach man sucht. Also beim ersten DLC war das ja auch eher Zufall. Und also nicht, dass ich jetzt als nächstes direkt in den DLC rein möchte. Aber... Ring der Riesen plus 1. Was macht er genau? Oh. Und wie sieht er aus? Das ist der hier. Erhöht die Balance, okay. Naja, hier ist noch ein Aufzug und da hinten ist auch was drin. Ach. Sollen wir jetzt da rüber springen? Probieren wir es mal. Silberner Talisman plus mal 4. Boah, das war übelst Glück. Dann mal in den Aufzug rein. Ich bin mal gespannt, wo das wieder hinführt. Das geht nach oben. Wäre man da auch einfacher runtergekommen?
glaube nicht. Ach so, jetzt sind wir hier. Au, hey. Genau, da sind, leben ja noch jede Menge Gegner und da kommen auch immer Finstergeister. Lass mich hier durch. Und hier runter. Hier ist ja noch eine Tür. Da passt der Schlüssel jetzt rein. Der Opa ist da! Mensch! Mensch, Junge, was machst du denn hier unten? Ja, klasse, Junge. Wie bist du denn hier runtergekommen? Ich sag doch, der simuliert. Er wäre nie runtergekommen. Na, vielleicht bringt er immer noch was. Ja, ja, okay. Was ist das hier? Hm. Na gut, ich würde sagen, wir... Heimkehrknochen können wir nicht verwenden, warum denn nicht? Hä? Bitte was? Wegen der Fackel? Nee. Das geht einfach nicht. Ich dachte, das wäre ein Aufzug hier. Ist aber nicht so. Müssen wir da jetzt echt... Kann doch nicht sein. Dann gehen wir einfach wieder hier rein und mit dem Aufzug wieder hoch. So einfach ist es. Sollte ja nicht so das Problem sein. Aber schön, also so ein kleines Secret Area, die man halt machen muss, um in den DLC zu kommen. Naja. Dann hätten wir das. Aber ich weiß immer noch nicht, wo wir weiterkommen. Das habe ich irgendwie nicht rausgefunden. Oh. Genau, da war ja noch was. Das, deswegen können wir nicht heimkehren, Knö. Deswegen können wir keinen Heimkehrknochen verwenden. Diese elende Penner noch da ist. Na gut, das erklärt natürlich einiges. Ich weiß auch nicht, wie wir den am besten besiegen sollen, weil das Problem ist, wenn ich in den Nebel reingehe, dann disappeart der und wenn ich da draußen bin, dann sind halt jede Menge von den Typen da und ich habe jetzt nicht Lust, irgendwie jedes Mal wieder das ganze Zeug da wegzumachen. Das heißt, ich hole jetzt die Seelen zurück, zumindest versuche ich das. Ob mir das gelingt, ist eine andere Frage. So, verlassen ist auch wieder da. Ich glaube, vorhin war es ein anderer. Ich bin mir aber nicht mehr ganz so sicher. Irgendwie haben wir ein ziemliches Invasionsgebiet. Hier. So, jetzt erstmal hier durch. Dann hauen die Penner ab. Die sind noch da, aber die stören mich jetzt nicht. Wir gehen eh einfach zurück nach Majula. Ich wollte nur kurz die Seelen wiederholen. Weil dann machen wir jetzt noch ein Level up und werden unsere Waffe ein bisschen verstärken. Ne, Moment, bevor wir das tun, gehen wir jetzt da nochmal runter. Also jetzt nicht in die schwarze Schlucht, sondern wir holen das Item für den DLC, wenn ich das jetzt richtig gelesen habe. Das hätte ich niemals gefunden, wenn man das nicht weiß. Das ist... Ich weiß nicht, warum sie das so versteckt machen. Das ist irgendwie...
Das ist irgendwie ein bisschen witzlos, wenn man solche Sachen wissen muss. So, Katzenring haben wir noch an. Jupp. Alles klar. Auf geht's. Ich hoffe, ich schaffe das. So, dann hier. Dann hier rüber. Dann hier nach unten. Oder? Irgendwo so war das. Da gab es, glaube ich, noch eine. Also hier war, glaube ich, eine Tür. Und dann gab es aber noch mal weiter unten, gab es auch noch mal eine Tür. Und da braucht man jetzt halt anscheinend bei diesen Türen diesen verlassenen Schlüssel. Den man nie im Leben alleine finden könnte. So, Drachenklaue, das ist genau das Ding, was wir brauchen, um in den DLC zu kommen. Dann gibt es hier noch so ein bisschen Bonus-Loot. Hexenbaumzweig. Und ja, alles so Zauberzeug. Brauchen wir nicht eigentlich. Dann das andere Tor. Das war irgendwo beim Heiligen Grab. Wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe. Wir gucken mal kurz. Havals Rastplatz vielleicht? Weiß ich nicht mehr genau. Ich weiß auch nicht, was jetzt da drin noch ist. Aber es wird bestimmt irgendwie was Sinnvolles sein. Was? Wir könnten eigentlich, wenn wir schon mal hier sind, auch mal den Ring der Ratte anziehen. Vielleicht werden wir ja gerufen. So, hier irgendwo war diese Tür. Wenn ich mich nicht täusche. Hier noch Faust-Dinger, die sind wahrscheinlich auch alle wieder mehr oder weniger für die Katz. Das hier kann man vielleicht mal noch runterlassen. Da war doch nochmal eine Tür. Irgendwo war da noch eine Tür. Also, ich bin jetzt komplett bescheuert. Was ich nicht zwangsläufig ausschließen möchte. Ich könnte schwören, dass hier irgendwo noch eine Tür war. Naja, ich werde kurz mal aufcam noch ein bisschen suchen und dann sehen wir uns dann hoffentlich gleich wieder, wenn ich sie gefunden habe. Ansonsten zurück in Manjula. So, wir wurden gerade Ratten-PvP gesammelt. Das wollte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Ich habe allerdings leider die Seelen verloren. Michelangelo. Na, wo ist er denn? Wahrscheinlich unten. Ich liebe ja Ratten-PvP. Muss hier irgendwo sein. Da hinten ist er. Naja, Estus verwenden können wir auch. So, Gift sollte ihn runterticken. Und ein Faust-Dingens natürlich wie immer erhalten. Das ist super. Allerdings habe ich noch nicht das gesucht, gefunden, wo, weswegen ich eigentlich hergekommen bin. Die verdammte Tür. Ich bin ein bisschen ins Loch runter, bin da irgendwo runtergefallen, habe dann meine Seelen verloren, weil ich halt einfach zu dumm zum Springen bin. Oder war es nur die eine?
War die zweite im Loch unten? Vielleicht, ich weiß es nicht mehr. Da müsste ich vielleicht generell auch mal noch mit einer Fackel durchgehen. Aber das machen wir nicht jetzt. Naja. Dann geben wir nochmal ganz kurz den Rattenschwanz dem König ab. Und dann, ja, würde ich sagen, gehen wir wieder zurück. Ich werde dann offcam nochmal ein bisschen suchen, wo es denn jetzt weitergeht tatsächlich. Weil, das weiß ich jetzt immer noch nicht. Ich will jetzt nicht schon wieder eigentlich im Internet nachgucken müssen. Das ist irgendwie auch ein bisschen doof. Das ist super. Ja, ja, jetzt haben wir dir ja schon so viele Rattenschwänze gegeben. Jetzt müsstest du eigentlich langsam mal happy sein. Na gut, wir gehen zurück nach Majula und ich beende den Part auch an dieser Stelle. Würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Bis dann, macht's gut. Macht's gut.